Wenn der DAX bullisch wäre, dann hätten wir heute einen anderen Handelsverlauf gesehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, wir sind mal kurz nach oben gelaufen, aber es ist dabei nicht geblieben. Und normalerweise ist an Feiertagen, wo der Handel dünn ist, heute ja ein deutscher Feiertag, wo trotzdem gehandelt wird, oft aber in der Vergangenheit war es so, als der DAX bullisch war, als zum Beispiel die US-Märkte zu hatten und damit das Volumen praktisch komplett tot war, da haben die Dickfische sich gedacht, okay, das nutzen wir aus und kaufen den Markt nach oben. Das ist derzeit nicht der Fall. Dazu kommt noch, dass das Volumen jetzt seit dem Abverkauf beim DAX kommend von 10.500 Punkten doch ziemlich hoch ist. Also, dass die Strecke nach unten durchaus mit Power begleitet ist, während wenn es nach oben geht, meistens das Volumen relativ dünn ist. All das sagt uns, dass der DAX eben nicht bullisch ist, als logische Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten, sondern dass wir möglicherweise, wahrscheinlicherweise noch tiefere Ziele werden ansteuern müssen. Klar, heute das Volumen relativ dünn, das war klar, das hatte sich ohnehin abgezeichnet. Wir haben praktisch keine Konjunkturdaten, mit Ausnahme der US-Erstanträge, die deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, 274.000. Auch das zeigt wieder, dass wir möglicherweise morgen, wahrscheinlicherweise morgen, dann schlechte US-Arbeitsmarktdaten sehen. Darauf fiebert der Markt ja schon ein Stück weit hin. Aber das dürfte wohl eine ziemlich traurige Veranstaltung werden mit den Zahlen morgen. Gleichwohl der Dollar heute stark, der Euro schwach. Auch das kann der DAX nicht nutzen. Wir sehen Rohstoffe zeitweise deutlicher im Plus wieder. Wir sehen vor allem den Ölpreis im Plus, weil eben in Alberta, in dieser Ölprovinz Kanadas, eine ganze Stadt abbrennt, die praktisch eines der Ölzentren ist Kanadas. Und das führte zu Produktionsausfällen, weil viele ihre Produktion einstellen mussten. Und bis das wieder anläuft, so Schätzungen, dürften wohl 5 Millionen Barrel nicht auf den Markt kommen, die unter normalen Umständen auf den Markt gekommen wären. Der Ölpreis gestiegen, das hat auch die US-Märkte so ein bisschen gestützt, aber so richtig Power ist auch bei den Amis heute nicht drin. Wir wollen uns gleich mal den Charts zuwenden und gucken, was heute der Fall war. Wenn Sie mir noch ganz kurz den Hinweis auf finanzmarktwelt.de erlauben, auch heute wieder Artikel, die durchaus von Interesse sind. Schauen Sie da also rein, wenn Sie das Marktgeflüster gesehen haben. Und jetzt schauen wir rein in die Charts und gucken, was da passiert. Und das ist der DAX, wie er sich jetzt seit gestern und heute präsentiert hat. Wir sind gestern ja nochmal auf die 9.900er Marke gelaufen. Wir haben heute mit einem Aufwärtsgap eröffnet, nach längerer Zeit mal wieder. Dann ging es erstmal wieder runter auf 9.800, dann in einer schnellen Bewegung auf 9.900, und diese 9.900, die wird jetzt immer wichtiger, vielleicht noch 9.910 etwa hier, diese Tiefs, die wir gesehen haben, da muss der DAX drüber. Im Grunde haben wir heute bislang, wenn sich daran nichts jetzt Großartiges mehr ändert, haben wir bislang im Grunde nur diesen 9.900er Widerstand noch fester zementiert. Auch das kein gutes Zeichen. Was den Bullen Hoffnung geben kann, ist vielleicht, dass wir hier so den Versuch machen, einen Boden auszubilden mit eben dem leichten Fall unter den 9.800er Marke. Aber regelkonform wäre eben, dass man einfach die wirklich noch wichtigere Unterstützung von 9.750 nochmal zumacht, dass man die nochmal testet, bevor es dann wieder nach oben geht. Und so ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass wir mindestens diese 9.750er Zone nochmal sehen werden. Das wird klar im größeren Zeitfenster. Ich hatte schon mehrfach auf die Bedeutung der 9.750er Marke verwiesen. Die ist wichtig, die bleibt wichtig. Sonst, wenn nämlich diese Marke bricht, dann kann es durchaus auch gehen in Richtung 9.400 Punkte. Also da wird sich dann das Wohl oder Wehe des DAX durchaus entscheiden. Was machen die Amerikaner? Die sind auch so ein bisschen gespalten. Es geht rauf, es geht runter. Keine so richtig klare Richtung. Der Markt ist ganz leicht im Plus noch, aber nicht wirklich viel. Also auch die Amerikaner sind derzeit von Euphorie doch relativ weit entfernt. Schauen wir uns mal den Vergleich zwischen dem DAX und dem Dow Jones an. Hups, da ist er da, da ist er wieder nicht da. Da ist er. Das Dunkle, was Sie da sehen, das ist der Dow Jones. Und der orangene Chart ist der DAX. Und wir sehen, seit Ende Februar, seit Anfang März, klafft das irgendwie auseinander. Manchmal war es sehr krass, dann war die Differenz wieder etwas dünner. Jetzt ist sie wieder etwas größer. Also der DAX, der schwächelt, und der Euro kann als Argument nicht mehr herhalten, denn der ist nach unten gegangen. Das sehen wir hier. Wir sind jetzt mal sogar kurz unter die 1,14er Marke gefallen, halten uns jetzt leicht über der 1,14, aber das ist doch durchaus jetzt wieder unter der 1,14, aber es ist doch durchaus
Ein Sprung von über 1,16 jetzt auf unter 1,14 müsste eigentlich den DAX befeuern, tut es aber nicht. Schauen wir uns Dollar-Yen an, 107,41, ja, da ist langsam wieder Aufwärtsmomentum. Man antizipiert Interventionen dann doch, mindestens Verbalinterventionen durch die Politik oder eben durch die Notenbank Japans. Und das größere, wichtige Thema heute ist allerdings der Ölpreis, der jetzt wieder ein bisschen unter Druck kommt. Wir haben vorhin die Natural Gas Bestände gesehen in den USA, die deutlicher gestiegen sind als erwartet. Das drückt den Preis wieder etwas nach unten. Heute ja natürlich diese Story in Alberta, die heute das marktbeherrschende Thema ist. Diese Brände, die waren eigentlich schon gestern, aber es hat ein bisschen gedauert, bis der Markt realisiert hat, aha, irgendwie ist da wohl doch die Dimension ein bisschen größer. Dazu kommen diese Spannungen in Libyen, wo die zwei im Prinzip regierenden Institutionen sich gegenseitig wieder versuchen, das Wasser abzugraben und Transporte blockieren. Das heißt, es kommt auch aus Libyen weniger Öl auf den Markt. Das hat gestützt. Wir sind dann bis 46 gelaufen beim WTI-Öl, aber eben nicht viel weiter. Das Gold, das langweilt sich bei 1281. Heute ein großes Thema, Dollar, türkische Lira, respektive das ist, was in der Türkei passiert. Davutoglu, der Ministerpräsident, der wird wohl weichen müssen. Man hat jetzt einen Sonderparteitag der AKP einberufen am 22. Mai, wird darauf hinauslaufen, dass Erdogan wohl noch mächtiger wird. Das verunsichert die Investoren, denn Davutoglu war durchaus jemand, der versucht hat, so ein bisschen die Annäherung an Europa nochmal voranzutreiben, während Erdogan da ja weniger sicher ist. Schlechte Perspektiven für die türkische Lira. Eine der Hauptstories in den USA ist Tesla. Das Unternehmen hat ja gestern Zahlen gebracht, die waren okay. Die waren durchaus nicht schlecht, aber nach wie vor verbrennt das Unternehmen eben sehr viel Geld. Jim Chanos, der Short-König, hat gesagt, das ist alles nicht wirklich so schön, wie es in den Zahlen erkennbar sei. Er wettet also gegen Tesla und dem schließen sich auch einige Banken an. UBS zum Beispiel hat heute gesagt, nein, Tesla wird gar nicht in der Lage sein, so viele Autos zu produzieren, um etwa das neue Model 3 hier wirklich in der Stückzahl auszuliefern, wie man sich das vorstellt. Daher jetzt die Aktie nach anfänglichen Gewinnen deutlich unter Druck. Wir sehen jetzt 212 Dollar die Aktie. Also, es ist eine vergleichsweise ruhige Veranstaltung. Das war zu erwarten. Was nicht unbedingt zu erwarten war, dass der DAX eigentlich die Chance, die sich am heutigen Handelstag wieder ergeben hatte, wieder nicht genutzt hat. Das ist sicherlich kein bullisches Zeichen. Morgen kommen die Non-Farm Payrolls aus den USA und es wird spannend sein zu beobachten, wie die Märkte darauf reagieren. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Restfeiertag. Genießen Sie noch die Sonne. Bis morgen früh zum Ausblick auf die Märkte. Bis dann. Ciao.